Ich weiß nicht, ob man da überhaupt lachen darf, aber... Yo Leute, was geht? Euer Cutter ist mal wieder am Stiesele und heute mit einer neuen YouTube-Kacke und zwar ApoRed Below von meiner Mosel. Ich sag's euch Freunde, ich freue mich so auf diese YouTube-Kacke, auch wenn die ganz kurz ist. So kurz wie mein Sch... wenn ihr gegrüßt werden wollt, schreibt es mir gerne unter dieses Video und seid ihr vielleicht im nächsten Video dabei. Und was auch richtig geil wäre, Freunde, wäre natürlich ein Like, ein Abo und natürlich ein Kommentar, was ihr von dem Video haltet. Und natürlich wäre es auch richtig anders von euch, wenn ihr einfach mein Instagram abchecken würdet. Link ist in der Bio und hier mein Name. Also seid kein Barkus, kein Larkus, kein Tarkus, kein Barkmann und geht einfach auf den Link und followt einfach, wie ihr Bock habt. Und dann geht's richtig rund, meine Freunde. Ich würde sagen, wir machen einfach auf gediegenes Vollbild und gönnen uns einfach mal Billo. Kinder, haltet mal die Schnauze. Wir sagen doch gar nichts. Mach erst mal die Tür zu. Saß an den kleinen Eisbahnen. Wir kommen aus der Hose wie der Lotfabrikant. Meine Jungs bringen Eis wie Eislieferant. Ich bin ein Elefant. Ich schieb's gerade gar nicht mehr, Freunde. Ich hab schon Tränen in den Augen. Ey, heute ist wieder so ein Tag, da bin ich einfach viel zu krass drauf. Und dann lache ich auch so bescheuert. Und Leute, ihr seht es nicht, aber ich heul schon wieder. Die Jungs, alles neu, der Baujahr. Und Geld hat keinen Wert, wenn du Freunde zu Haus hast. Und Freunde hat keinen Wert, wenn du Geld zu Haus hast. Ja, Freunde hat keinen Haus, wenn du Geld hast. Ja, Haus hat keinen Wert, wenn du Geld hast. Lieferant hast. Vermisse die Zeit. Warte mal, was hat der da gerade gesehen? Ich musste mal kurz zurückspulen. Oh shit, happens, Alter. Was wird das für ein Video schon wieder, Alter? Heute Abend packt Jash und die anderen Brüder kassieren so das Level. So ist das. Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun gehabt. Bis auf das Aussehen. Doch keiner gewöhnt sich einen Lebensstil an. Diesen Big Mac Test, Alter, den kennt ihr auch noch. Ich habe da auch gehört, dass der irgendwie verstorben sei oder so. Wegen den ganzen Big Macs oder so. Ich glaube, das war eh nur Gelaber. Keine Ahnung, kann sein. Ich weiß nicht. Na, Lilan, na, mir doch real. Ja, ich lebe wie ein Pilot. Nagelneuer Benzer. Baller aus der MK. Nike Air, China und Cash, iPhone und Mac, Yeezy, Red October, Fly, Stepper, ich hab 100 Geld, ich lebe wie ein Pilot. Ey, willst du mich verarschen? Ich lebe wie ein Eislieferant, mach am Tag eine Melo, doch erst bei meinem Bro lieber eine Melone vom Grill, lol. Eine Melone vom Grill, lol. Ich hab nicht bleibig in Schicht, und scheiß auf deinen Scheißlieferant, ja, ich lebe wie ein Taxifahrer, lol. Lol. Ja, ich lebe wie im Lebrand. Ey, nee, ich weiß nicht, ob man da überhaupt lachen darf, aber mein Humor lässt einfach zu. Du bist doch selber, ich mach keinen Scheiß auf wie Robert De Niro und du bist kein Gangster mit deiner Sauce. Papala, 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 papala. Eine Ewigkeit später. Papala, 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 lass die Neider doch reden, Paps, lass den Schneider doch schneiden. Die Scheiße am Regnen, die Investition sind 5 Euro für mein Eis. Rauchen Shisha bei mir, Shisha, spielen Flöte bei mir. Querflöte bei mir. Yeah.
Vermisse die Melonen vom Grill. Vermisse die Eislieferanten. Heute Abend bei Caps Cash und die anderen Caps kassieren aufs Maul. Doch keiner gewöhnt sich an Schlüssel im Land. Nein, mir doch egal. Ja, ich lebe wie ein Billo. Was für Übergang, ich lebe wie ein Billo. Das Intro, Outro. Yo, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da oder smash doch einfach mal ein Like da. Wenn ihr noch mehr Bock auf solche Videos habt, auf jeden Fall Kommentar in die Kommentare und dann sehen wir uns einfach auf Talk in dem nächsten Video, Freunde. Bis dann, ciao.